Wie kann der Auszubildende ein oder sein Ausbildungsverhältnis nach der Probezeit kündigen? Also, es geht um mein Ausbildungsverhältnis. Wir sind in der Situation nach der Probezeit. Während der Probezeit geht das sehr problemlos. Da muss man nur die Schriftform beachten, braucht aber keine Gründe. Und beide Seiten können das, der Ausbilder und der Auszubildende. Aber hier heißt es nach der Probezeit. Wie kann er das tun? Nun, grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten zu kündigen. Immer, ja, außerordentlich und ordentlich. Diese außerordentliche Kündigung nennt man auch Kündigung aus wichtigem Grund. Schauen wir uns das also an. Er kann also einmal, sagen wir A, außerordentlich, wenn er einen wichtigen Grund hat, ja, außerordentlich aus wichtigem Grund. Dieser wichtige Grund ist immer nach den Umständen des Einzelfalls zu bewerten. Hier gibt es also keine allgemeine Regel, aber es gibt sicher Gründe, die in jeder Situation einen wichtigen Grund darstellen. Wenn also der Ausbilder den Auszubildenden schlägt, zum Beispiel sexuell belästigt, anspuckt, beleidigt, schwer beleidigt, ja, seine Menschenwürde herabsetzt durch eine bestimmte Aktion oder sonst irgendetwas macht, dann denke ich, wird es in den meisten Fällen, vielleicht in allen Fällen, eine außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund rechtfertigen. Noch einmal, es ist immer eine Frage der Umstände des Einzelfalls. Es gibt keine allgemeine Regel. Ja, das Gesetz ist hier ganz eindeutig. Man muss die Umstände des Einzelfalls bewerten hier. Und B, die zweite Möglichkeit ist ordentlich. Aber dafür braucht er nach der Probezeit Gründe. Und diese Gründe sind einmal, er will die Berufsausbildung, er oder sie, ne, die Berufsausbildung beenden. Ja, zum Beispiel ist da eine junge Frau, die während der Ausbildung ist schwanger geworden. Dann will sie die Berufsausbildung beenden und sich um das Kind kümmern. Ja, das kann ein Grund sein. Oder er will, er oder sie, eine andere Berufsausbildung. Er hat jetzt festgestellt, er oder sie, der Schreinerberuf ist nichts für sie oder ihn. Und er will jetzt was anderes lernen, eine andere Berufsausbildung. Ja, das sind die beiden Gründe, die der Auszubildende braucht, wenn er ordentlich kündigt. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Nein, halt. Ehe Sie klicken, ich will noch vorher die Rechtsgrundlage ergänzen. Ja, Rechtsgrundlage, Paragraph 22 BBIG, Berufsbildungsgesetz. Schauen Sie das nach. Ja, da steht das ganz klar und eindeutig drin. Und es ist immer gut, wenn man auf der Grundlage des Gesetzes sich befindet. Ja, dann da ist es klar. Nicht, was andere Leute drüber schreiben, sondern am besten direkt in die Originalquelle ins Gesetz. So, jetzt können Sie klicken auf den Link unter dem Video, der führt Sie nämlich direkt zu meinem Schnelllernsystem. Alles Gute, Marius Ebert.
Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.